diese Glitches wurden entfernt. Es gibt aber noch ein paar andere Glitches im Spiel und einen möchte ich jetzt ausnutzen, was ich normalerweise nicht mache eigentlich in einem Let's Play. Aber da es diesen Steuereintreiber gibt, ist es ja eigentlich kein Cheat mehr. Hallo Hexerfreunde, mein Name ist Nightflyer und ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier auf unserem Kanal 4Buttons zu The Witcher 3. Wir befinden uns hier in einer dunklen Höhle irgendwo in Velen und haben hier in der letzten Folge überraschenderweise mal wieder ein kleines Schätzchen gefunden, nämlich Teile der bzw. Schemata der Greifenschulenausrüstung. Die Freude währte leider nur kurze Zeit, denn wir haben festgestellt, dass wir mit unserem Level weit darüber hinaus sind und wir haben ja kürzlich erst hier unsere Katzenschulenrüstung bzw. Ausrüstung gecraftet und von daher ist das erstmal nicht ganz so toll. Nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut und wir machen jetzt mal weiter hier. Wir müssen nämlich wieder aus dieser Höhle raus und wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Wir sind, ich stelle gerade mal fest, überlastet. Das ist nicht so doll. Das heißt, wir schmeißen mal kurz was über Bord. Hier irgend so ein dummes Schwertchen hier. Da. Wegwerfen. Und weiter geht's. Eine Illusion. Ja, ich kann sehen, wie es wabert. Aber da haben wir zum Glück hier unser Gerätchen, was wir von Kayra bekommen haben. So, dann sind wir auch schon mal raus und ich habe gesehen, hier war ein Fragezeichen irgendwo, links. Und ich würde sagen, das wird da oben dieser Ort der Macht gewesen sein. Den schauen wir uns gleich mal an. Okay. Hier können wir nichts machen. Es leuchtet zwar rot, aber wir können nichts machen. Okay, vielleicht irgendwie im Rahmen einer Quest einer späteren, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob wir da hochkommen. Ja, Geralt ist ja sportlich und marschiert mal eben hier den Berg hoch. Finde ich super. Finde ich richtig gut. So. Magie. Ein Ort der Macht. So, eine Mahakama-Hose, die wir jetzt nicht mitnehmen. Oder doch, nehmen wir ein bisschen Relikt. Schmeißen wir lieber ein dummes Schwert weg. Und wir interagieren mal. So, wir haben wieder einen Fertigkeitenpunkt erhalten und deshalb schauen wir jetzt direkt mal, dass wir hier mal unsere Fertigkeiten aufwerten. Charakter. So, mal gucken. Wir haben hier, das sind alles Zeichen. Die blauen sind Zeichen. Täuschung, das Beziehen. Ich frage mich, ob wir das überhaupt noch brauchen. Wobei, doch, das brauchen wir speziell auch für Dialoge. Zeichen, und dann haben wir Zeichen Alternativmodus. Zeichen wird vorübergehend zum Verbündeten. Was auch geil ist, möchte ich nicht hergeben. Dann haben wir starker Angriff, schneller Angriff, auch wichtig, und den Überlebensinstinkt, der die Vitalität um 500 erhöht. Brauchen wir das? Wir gucken mal. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier unseren schnellen Angriff verbessern. Und wir müssen hier 8 Punkte investiert haben, um weitere Bäume freizuschalten. Das heißt, wir werden bei dem starken Angriff auch nochmal einen Punkt investieren und könnten jetzt theoretisch hier was Besseres machen. Was haben wir da? Vernichtende Hiebe, starker Angriff. Okay, was haben wir hier? Leichtfüßigkeit verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Finde ich gut. Kaltes Blut, Meisterschütze. Jeder Bolzen, der sein Ziel trifft, fügt 0,4. Okay. Erhöht die Chance auf kritische Treffer und kritische Treffer mit der Armbrust verringern 5 Sekunden lang die Spezialfertigkeiten von Monstern. Auch interessant. Und dann haben wir hier Entschlossenheit, Kriegstrance. Okay. Ja, gute Frage. Was skillen wir denn jetzt hier als nächstes?
Explodierender Schild, aktiver Schild. Es wird ein aktiver Schild erzeugt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt will. Ich neige fast dazu, da wir sowieso momentan keine weiteren Plätze frei haben, mit der weiteren Skillung zu warten. Wir könnten natürlich den starken Angriff komplett aufskillen. Machen wir auch, weil das werden wir eh immer einsetzen, da bin ich mir absolut sicher. Deswegen machen wir da mal volle Pulle. Und wir werden unsere... Wir haben ja hier die Mutagene eingesetzt. Das ist ein blaues Mutagen und ein rotes Mutagen. Und die werden wir mal aufwerten. Das ist plus 7 Zeichen Intensität, beziehungsweise plus 28 haben wir da insgesamt und Angriffskraft plus 21. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns ein paar große Mutagene basteln. Ne, jetzt war schon richtig hier. Ein großes blaues Muttergen hätte ich gern. Da brauchen wir zwei von den großen blauen. Und da bauen wir jetzt erstmal blaue Muttergene. Klopp. Fünf muss ich, glaube ich, machen. So, jetzt kann man blaue Muttergene herstellen. Gleich noch eins. Und das gleiche machen wir jetzt für das rote Muttergen. Dazu müssen wir die roten Muttergene suchen. Da ist es. So, ich hoffe, das reicht. Nee. Großes rotes Muttergen. Da fehlt uns noch ein... Oder war es ein grünes, was wir brauchen? Nee, ein rotes wollten wir, ne? Aber jetzt fehlt uns... Moment. Haben wir tatsächlich keine kleinen, oder... Okay, dann gucken wir jetzt erstmal wieder unter Charakter. Und setzen jetzt erstmal die blauen Mutagene ein. Da wollte ich eigentlich ein großes haben. Okay, müssen wir mal schauen. So, erstmal die blauen eingesetzt. Und jetzt haben wir Zeichenintensität plus 40. Vorher waren es, glaube ich, 23. Oh, ich wollte nicht rausgehen hier. So, ich hätte gerne meinen Cursor wieder. Da ist er. So, das zweite setzen wir da ein. Da haben wir nochmal plus 30 Zeichenintensität. So. Aber das mit dem roten, das hätte ich gern noch gehabt hier. Das ist ein Wyvern-Muttergen. Da ist ein rotes Muttergen. Eins. Und eins haben wir eingesetzt. Also fehlt uns tatsächlich ein rotes Muttergen. Und diese anderen machen jetzt nicht so viel Sinn. Hier haben wir ein Gruft-Vibe-Muttergen, was 50 Vitalität gibt. Interessant. Aha, aha, aha. Okay, ich hätte aber gern ein rotes Muttergen gehabt, aber da müssen wir offenbar mal schauen. Da müssen wir uns noch eins besorgen. Und wir müssen... Wir sind überlastet. Das heißt, wir müssen nochmal was wegwerfen. Und dann nehmen wir wieder so ein billiges Schwert hier. Weg damit. Und dann können wir weiter. Und wir sollten jetzt kurz auf die Karte schauen. Uns einen Schnellreisepunkt suchen. Drachen. Ach Mensch, da wäre einer gewesen. Ja, den brauchen wir nicht festlegen. Wir gehen jetzt einfach durch die Grotte zurück. Oder? Moment. Wir sind jetzt hier. Moment, können wir nicht einfach hier runter? Müsste dann hier nicht irgendwo der Schnellreisepunkt sein? Warte mal, ich setze doch mal eben eine Markierung. Das macht es etwas einfacher. Nee, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg. Ah, komm. Dann gehen wir jetzt zum Niederwirr, würde ich sagen. Wir hoffen, dass uns hier unterwegs nichts Böses begegnet. Da ist was Rotes. Das gucken wir uns an. Ein Wolf. Ein toter Wolf. Hallo, ich möchte ihn gerne looten. So, weiter geht's.
Ja, beim Niederwürr, den kennen wir. Da haben wir uns mit dem Baron getroffen. Mit dem blutigen Baron. Und da wurden von der Bestie, die wir freigelassen haben, aus dem Baum alle Leute getötet, soweit ich mich da erinnere. Und da haben wir ein paar Erscheinungen, wie es aussieht. Okay, Irden ist aktiv. Mach doch mal die Fackel aus, Alter. Okay. Da geht schon los. Da ist noch einer. Alter, warum kriege ich denn das nicht links nicht aktiviert? Okay. Looten wir erstmal. Ich glaube, eine Erscheinung ist da noch. War da nicht noch eine? Zumindest sehe ich jetzt keine. Was war hier noch? Okay, oh, Lederbänder nehmen wir mit. Nee, eine leere Flasche nehmen wir nicht mit. Ja, hier sind alle tot. Das haben wir ja bereits in einer der vergangenen Folge. Hey, du Arschloch. So, die haben wir auch. So. Jetzt zum Schnellreisepunkt. Und ich neige dazu, dass wir eben nach Novigrad zurückkehren, denn da ist unsere Lagerkiste auch. Und natürlich auch diverse Händler. Deshalb auf jeden Fall Novigrad. Und wir gehen hier zum Tor des Hierarchen, würde ich sagen. Und da wären wir auch schon. Und zum Glück müsst ihr die Ladezeiten nicht miterleben, denn ich schneide sie ja immer raus. Wobei, es geht. Also das Schnellreisen geht. Kann ich mitleben. Ach, soll's doch regnen. Einen Spielstand zu laden, das ist allerdings schon heftig. Das dauert teilweise 2 bis 3 Minuten. Wir meditieren mal eben eine Runde. Bis zum nächsten Tag, würde ich sagen. Wir haben es mitten in der Nacht. Und dann suchen wir uns mal einen Händler. Also haben wir bis 9. Wobei, vorzugsweise... Nee, nochmal meditieren wollte ich nicht. Vorzugsweise ein Schmied. Da schauen wir mal auf die Karte. Haben wir irgendwo einen Schmied in der Nähe? Das wäre äußerst praktisch. Ein Schmied hätte ich gern. Ich sehe aber keinen Schmied. Verdammt, wo sind denn hier die Schmiede? Okay, müssen wir suchen. Oder haben die noch... Oder sind die noch am Schlafen? Ich weiß es nicht genau. Ich hätte gerne einen Schmied. Haben wir die noch nicht gefunden hier in Novigrad? Das wäre aber echt bisschen unpraktisch. Oh, nicht auf mich treten! Entschuldigung, oh. Das wollte ich nicht. Oh ja, Regen, perfekt. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen und einen Schmied suchen. Denn ich will unbedingt zu einem Schmied. Und das hat seinen Grund, dass ich zu einem Schmied möchte. Denn mit Hearts of Stone sind ja auch so ein paar andere Neuigkeiten ins Spiel gekommen. Unter anderem gibt es einen Steuereintreiber. Und dieser Steuereintreiber, der kommt, der besucht einen dann, wenn man diverse Glitches im Spiel ausgenutzt hat. Also es gab da irgendwie einen Glitch, wo man irgendwie unendliche Muscheln kaufen konnte, wo dann Perlen drin waren, da konnte man reich werden. Dann war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube im Weißgarten? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwo stand jedenfalls eine Kuh rum, die man irgendwie immer wieder töten konnte und dann Leder produzieren konnte. Wir haben das Haus der Jäger angezündet. Sie wollen die Stadt niederbrennen. Ja, das waren wir. Da haben wir einen Schmied, wo man eben das Leder verkaufen konnte und so weiter und so fort. Man konnte sich da ziemlich reich stoßen. Und es gibt halt noch einen anderen, also jetzt, diese Glitches wurden entfernt. Es gibt aber noch ein paar andere Glitches im Spiel und einen möchte ich jetzt ausnutzen, was ich normalerweise nicht mache eigentlich in einem Let's Play. Aber da es diesen Steuereintreiber gibt, ist es ja eigentlich kein Cheat mehr. Und da ich den treffen möchte, werden wir jetzt mal gucken, ob wir das mal probieren können.
Bevor ich das aber mache, will ich den Spielstand speichern. Nur falls es schief gehen sollte. Und den Tipp zu dieser ganzen Geschichte habe ich übrigens vom Stefan. Vielen Dank dafür. Und das Ganze dient natürlich rein wissenschaftlichen Zwecken hier. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Entfernen wäre gut. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du das hin? So, das möchten wir natürlich nicht. Wir gehen zurück. Wir möchten, was ist jetzt passiert? So. Wir möchten Verbesserung entfernen. Und wir nehmen jetzt mal, hier, da sind drei Runen drin. Und, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Also ich habe jetzt im Grunde genommen draufgeklickt, dass er die Runen entfernt und habe dann das Tab da oben gewechselt. Angeblich soll man das Schwert dann behalten. Und ich glaube, es ist so, das war Deidwen. Das probieren wir gleich nochmal. Ich glaube, das war Deidwen. Okay, probieren wir nochmal. Und wir haben das Schwert behalten, haben aber die Runen zurückbekommen. Und diese Runen, die können wir verkaufen. Also, wir probieren es nochmal. So, bin mir nicht sicher, ob es geklappt hat. Ja, wir haben immer noch das Schwert. Da unten steht es auch. Machen wir nochmal. So schnell bin ich nicht. dem Inventar, ja, er hat Deidwen nicht entfernt, hat aber die Runen dem Inventar hinzugefügt. Also, das ist definitiv ein Glitch, den wir hier ausnutzen. Und das Ganze machen wir gleich nochmal. Haben wir irgendwo eine besonders heftige Rune drin? Mal gucken eben. Aber ich glaube, Deidwen macht am meisten Sinn, ne? Plus 20 Rüstungsdurchbohrung, das Swarok-Runenstein. Das ist nicht unbedingt schlecht, glaube ich. Was haben wir hier? Igni-Zeichenintensität, da haben wir 5% Igni-Glyphe. Der könnte... Das Katzenstahlschwert, aber das Risiko gehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Hinterher ist es weg und dann müssen wir uns das neu basteln. Das Risiko gehe ich nicht ein. Aber wir werden hier das nochmal probieren. Aber nicht reparieren, sondern Verbesserung entfernen. So, da sehen wir es nochmal unten links. Deidwen wurde nicht entfernt und wir haben drei Runen zurückbekommen. War schon richtig. Machen wir gleich nochmal. Denn wir wollen die ja verkaufen, damit wir den Steuereintreiber treffen. Ja, und das Ganze nochmal eben zum Mitschreiben. Einfach Verbesserung entfernen, klicken, danach sofort mit L1 oder R1 das Tab wechseln. Ja, und das klappt wunderbar. Ganz eindeutig. Gehen wir mal auf Handeln. Und jetzt müssten wir schon einige von diesen Runensteinen haben. Hier haben wir 12 zum Beispiel. Das ist der Tschirnobock, aber der war da glaube ich nicht drin. Welcher war das? Muss ja einer sein, wo wir mehrere von haben. Der Zoria, der war dabei beispielsweise. Und der Stribock war glaube ich auch dabei. Wir verkaufen jetzt mal ein paar Runen. Und da kriegen wir richtig Kohle. Naja, für alle würden wir eine Menge kriegen. Alle werden wir aber nicht verkaufen. Wobei, die kriegen wir sofort wieder, ne? Pass auf, ich gucke eben nochmal vorsichtshalber, damit ich jetzt hier nichts Falsches verkaufe. Deidwen, das war das schon. So, Perun, Stribock und Zoria. So. Aber wir haben nur einen Perun. Wir haben noch nur einen Perun. Kleiner Zoria. Ah, hier, großer Perun-Runenstein. Der war das, glaube ich. Oder der, warte mal, hier ist noch einer.
Ein kleiner Perun-Runenstein. Welcher war das jetzt, der da drin war? Ein großer. Das war der große, alles klar. Der kleine Striebock und der kleine Zoria. Gut, dann verkaufen wir jetzt erstmal hier den großen Perun. Das war der. Da gibt es richtig Kohle für. Haben wir mal gemacht. Jetzt ist er natürlich fast pleite. Dann noch den Zoria, den kleinen. Und aber nur so viel, wie er kann. Dann werden wir nochmal Verbesserung entfernen, damit wir die wiederbekommen. Ja, ich glaube, es reicht, wenn ich Armer drauf drücke. Sehr gut, das klappt wunderbar. Ich glaube, jetzt hat es nicht geklappt, oder? Doch. Ja, das klappt wunderbar. So, einmal machen wir es noch. So. Jetzt gucken wir nochmal auf Handeln. Und wir müssen dann theoretisch wieder diesen Perun, den wir verkauft haben, drin haben. Ist er nicht? Der war das. Und zwar viermal. Ja, hat geklappt. Einmal frei. Und interessant, wir haben nichts bezahlt dafür, wenn ich das richtig sehe. Denn der Goldschmied, sag ich schon, der Waffenschmied hat keine Kronen dazu bekommen. Interessant. Doof ist es natürlich, dass wir ihm keine Waffen mehr verkaufen können. vielleicht eine. Die kann er sich schon nicht mehr leisten. Scheiße. Ja, aber das hier, stumpfes Beil. So, haben wir das auch noch. So, jetzt haben wir hier ein bisschen gecheatet quasi. Bis dann. Und ich hoffe, dass dieses eine Mal reicht, dass wir dann irgendwann mal den Steuereintreiber zu Gesicht bekommen. Als nächstes gehen wir zum nächsten Händler, würde ich sagen. Verkaufen ein bisschen was. Denn der hat ja keine Kohle mehr. Ich hab doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Und hoffen, dass der uns jetzt irgendwie auch noch ein bisschen was abnimmt. Willkommen, willkommen. So, zeig mal her. Was hast du denn da? So, ja, jetzt verkaufen wir erstmal hier diesen ganzen Krüppelkram. So, das ist ein Relikt, die belhavenische Brigantine. Unser angrenischer Kyras. Ich glaube, den haben wir schon selbst gecraftet, wenn ich mich nicht irre. Der hat eh kein Geld mehr, sehe ich gerade. Der hat eh kein Geld mehr und deswegen würde ich sagen, diese Dinger, wiegen die was? Ja, die wiegen natürlich auch was, diese ganzen Runen und hast du nicht gesehen. Okay. Da würde ich fast sagen, lagern wir die ein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir mit diesem ganzen Krempel sollen. Andersrum gesehen habe ich dann auch mal Angst, weil gerade wenn wir so ein Ding brauchen, haben wir es nicht. Bis dann. Deshalb latschen wir jetzt mal eben zu unser Lager. Ich habe doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Das ist da. Da latschen wir jetzt mal noch hin zum Abschluss dieser Folge. Werden wir unsere Sachen da einlagern, die wir jetzt nicht unbedingt benötigen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich weiß noch nicht genau, mit welcher Quest. Vielleicht machen wir direkt mit Junior weiter. Vielleicht reisen wir aber auch nochmal zurück, um dann doch den Wahrsager noch zu besuchen. Denn das war ja der eigentliche, ursprünglich der Plan, den wir in den letzten zwei Folgen irgendwie geschmiedet haben. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Vielleicht machen wir auch Junior. Dazu müssen wir nach Ochsenfurt. Also in die Richtung müssen wir so oder so.
Aber jetzt werden wir hier noch ein paar Sachen abliefern. Wo ist der Eingang? Wollen wir noch vorbeilaufen? So. Was ist nochmal mit Folter passiert? Da ist unsere Kiste. Und dann lagern wir mal ein. Ja, zum Beispiel Dightven. Umladen. Ich würde sagen, das auch. Hier haben wir, das ist ein magischer Gegenstand, ein Silberschwert. Keine Ahnung. Ah komm, wir lagern erstmal ein, dann haben wir ein bisschen was auf Lager hier. Und sind es erstmal los. Können wir später immer noch verkaufen, den ganzen Krempel. So, das elegante Hemd von Skellige. Hier diese scheiß Stiefel hier, die lasse ich jetzt mal hier drin, die verkloppen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Die Mahakama-Hose ist auch ein Relikt, ja, lagern wir mal ein. Ah, hier diese Armbrüste und so weiter, die bringen natürlich, was bringen die denn? Gar nicht so viel Geld. Aber die behalte ich jetzt auch mal, weil die brauchen wir nicht unbedingt. Und wir sollten vielleicht echt ein paar von diesen blöden Runendingern hier, ach komm, die können wir uns holen, weil wir sie brauchen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Die brauchen wir doch nicht immer dabei, ey. So, packen wir mal alles weg hier. Die brauchen wir nicht immer dabei. Eigentlich nur, wenn wir eine neue Rüstung herstellen oder so. Das lassen wir mal hier alles drin. Hier, die können wir auch einlagern. So. Den Rest, hier, was haben wir noch hier? Eine Hose, Axtkämpfer, die können wir verkaufen. Die Hose von Skellige, die Schuhe haben wir. Okay, also wenn es nötig sein sollte, können wir uns umziehen. So, sind wir ein bisschen was losgeworden. Und machen uns dann wieder auf den Weg in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.